Kann ich da nicht hoch? Muss ich bestimmt alles ablegen, oder? Okay, da kann man scheinbar nicht hochklettern, aber ich bin gerade zu blöd. Das könnte natürlich auch sein. Will ich beides nicht dementieren? Da kommt her, ihr Verfaulten. Combo, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir, mein Freund? Schön, dass du da bist. Wieso funkt das eigentlich, wenn die irgendwo gegenlaufen? Junge, Junge. Das freut mich. Wow, wow, wow. Wenn ich Pech habe, ist bei mir gleich nicht mal das bestens. Alter. Er ist übelstes Gemetzel. Ah. Ey, das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Muss gleich mal auch diese Waggons reinschauen, was da so drin ist. Offensichtlich gar nichts. Kann mal die Lampe anlassen. Vielleicht, warte mal, das sieht doch so aus. Komme ich hier hoch? Nee. Da komme ich nicht hoch. Hier ist auch nichts weiter drin. Was ist das hier? Achso, einfach nur ein Schild. Okay, drinnen scheint es jetzt nichts weiter zu geben. Hier hinten ist halt, ja, Rückseite von der Anlage. Aber, wenn wir hier ein bisschen gucken. Nö, da oben steht doch was drauf, oder? Guck mal, da. Yes, da ist auf jeden Fall was drauf. Also muss man hier definitiv irgendwie hochkommen. Gut, rüberspringen glaube ich nicht. So weit kann sie, glaube ich, gar nicht springen. Ja, das sieht doch gut aus hier. Das sieht doch so aus. Yes. Ach, cool. Hier, da ist noch so eine Kiste. Die können wir auch gleich zerstören. So, was haben wir hier? Ah, hier haben wir wieder diese Spulen. Das muss ich auch nochmal genau gucken, was es damit auf sich hat. Auf sich hat. Oh Gott. So, jetzt wäre mein Inventar erstmal auch soweit full. Jetzt gucken wir, ob hier oben noch irgendwas liegt. Aber es sieht nicht so aus. Was kann ich, würde ich denn hier rüberkommen? Tatsache. Ey, wie cool ist das denn? Wenn ich jetzt den... Ach, den Schild kann ich nicht ablegen, weil das Inventar voll ist. Alles klar. Geht das auch so leicht diagonal? Ey, geil! Ach, das ist cool. Das fühle ich gerade. Aber das finde ich jetzt, mega, dass das so geht. Ah, die haben sich schon ganz schön was bei gedacht hier, würde ich sagen. So, mal schauen, was wir jetzt hier finden. Ja, auf jeden Fall alles Sachen, die wir schon haben. Das ist gut, dann bleibt nämlich nichts liegen. Dann können wir jetzt auf jeden Fall erstmal Richtung Base zurück. Das ist die Frage, ne? Oder gucken wir hier noch ein bisschen rum. Wenn wir dann hier was Cooles finden, kann ich es halt nicht mitnehmen. Dann, ja, so wie das jetzt hier, ne? Da haben wir das beste Beispiel. Was habe ich denn dabei, was ich eventuell mal wegwerfen kann? Hier Seil zum Beispiel. Das kann mal weg. Wie war das? Hoppla. So, genau. Und dann hätte ich jetzt gerne das mitgenommen. Und Stoff kann ich nicht mehr mitnehmen. Okay, da sind auch die Stacks schon voll. Ja, dann laufen wir mal nach Hause. Kann ich diese Markierung hier wegnehmen? Yes! Dann setze ich mir die nächste Markierung. Hoppala. Was denn nu? Ah, okay. Setze ich mir da die nächste Markierung. Und jetzt geht es erstmal flotten Schrittes nach Hause. So, mal gucken, dass wir bald möglichst ein Auto oder irgendwas kriegen. Ich kann halt nicht mal ein Schild weglegen, ne? Dass wir irgendwie ein Auto oder was rankriegen. Wenn es sowas, also sowas soll es ja irgendwie auch geben, Fahrzeuge. Dass wir dann damit schneller zu diesen ganzen Spots dann hin und her reisen können. Das ist auch geil. Jetzt laufe ich hier wie so ein Wikinger, ey, mit der Axt und dem Schild hier da durch die Gegend. Wenn ich so fit wäre wie die hier, ne? Junge, Junge. Alles eine Sache des Trainings, ja, ja.
So, da hinten ist meine Base. Und dann können wir mal gucken. Ich müsste eigentlich genug Material mittlerweile haben, dass ich mir einen zweiten Tresor bauen kann. Was da ziemlich geil wäre. Oh, oh. Oh, ich dachte eben schon. Also ich weiß, dass es hier Füchse gibt. Ich weiß auch, dass es hier Bären gibt. Einen Bär habe ich auch schon mal gesehen, tatsächlich. Als ich das, wie gesagt, mal angezockt habe. Riesenviecher, richtig ekelhaft, die Teile. Ich weiß nur halt eben nicht, ob es hier eventuell nicht sogar Wölfe gibt. Das wäre halt nochmal interessant, irgendwie zu erfahren. Hier ist das vielleicht so ein Sperber. Sowas braucht man ja auch nochmal. Eine Sperberfeder. Da könnten wir uns mal einen Helm machen. Hier meine wunderschöne Base. Hahaha. Södele. Jetzt gucken wir erstmal, was wir jetzt noch theoretisch bräuchten für ein Tresor. Da bräuchten wir jetzt noch eine Stahlstange und ein Zahnrad. Das ist ja eigentlich nichts, was man jetzt nicht irgendwie mal eben hinkriegen sollte. Kriege ich das hier rübergeschoben? Nee, ne? Kann man nicht stacken, okay. Was mit den Samen, kann ich die stacken? Sehr gut. Ich würde gerne, danke. So. Bearbeiteter Stein, perfekt. Das brauche ich. Das brauche ich eventuell. Moment, haben wir hier noch? Hatten wir hier nicht auch noch irgendwie Kupfer oder irgend sowas? Hatten wir alles aufgebraucht, Tatsache. Okay. Hier haben wir noch einen Kupferbarren, da kriegen wir noch ein Draht mit hin. Ja, mal schauen. Das. Boah, wer bist denn du? Ich würde ja den Tresor gerne auf die Rückseite von dem anderen stellen. Aber ich glaube, da komme ich an den gar nicht mal ran, ne? Nee, komme ich nicht mal ran. Stellen wir den Tresor wie hier direkt daneben oder so. Also das Zahnrad und die Stahlstange. Okay, einmal Zahnrad. Und die Stahlstange war hier drüben, ne? Ja. Das Inventar ist voll. Hier, komm, weg mit den Pilzen. So, probieren wir es nochmal. Gut. Jetzt sollte das funktionieren. Perfekt. Müssen wir uns noch bald mal entscheiden, was wir dann wo reinpacken. Vielleicht, wenn wir den hier, der so ein bisschen einfacher zu erreichen ist, damit Baumaterialien füllen. Alles, was man so zum Bauen gebrauchen kann. Oder halt für die Bauverarbeitung. Hier Kunststoff oder Plastik. Ach, das Bellen ist bei mir, ich wollte gerade schon sagen. Wo man, das braucht man, was brauche ich denn jetzt überhaupt gerade? Ich wollte noch einen Kupferdraht herstellen. War es nicht auch hier? Ja, es war auf der anderen Werkbank. So, wir haben ja... Da. Haben wir nicht? Ach, den habe ich weggepackt oder was? Ich bin auch doof. Ich bin ja blöd. So. Gut, jetzt brauchen wir für unsere Fallenmaschine 6 Zahnräder. Haben wir. Was haben wir hier? Eisenbarren. Hatten wir davon noch irgendwo welche? Hier. So, jetzt hätte ich gerne... Perfekt. Und damit würde ich jetzt gerne dann diese Schneidwerkzeuge bauen. 6 Stück an der Zahl. Das heißt, ich brauche davon 6. Ich brauche 12 Nägel. Wir machen jetzt mal alles nacheinander. So, Eisenbarren muss ich auf jeden Fall welche herstellen. Das weiß ich. Eisenerz. So, das Plastik können wir mal hier rausnehmen. Wir machen hieraus irgendwie so nicht verarbeitetes Zeug. So Holz oder Tier oder natürliche...
Ja, vielleicht auch so natürliche Sachen wie Pelz, Pilze und Fleisch und so ein Kram, Harz, Samen und dann in einer anderen Kiste packt man alles rein, was schon irgendwie verarbeitet ist oder künstlich oder so. Dass wir hier mal so einen Grund reinkriegen. So. Eisenbarren. Ah, da mache ich mal 30 Stück von. Das ist mir voll. Ich liebe es. Was brauchen wir denn gleich überhaupt noch dafür? Wir brauchen noch ein bisschen, noch einmal Holz. Wir brauchen auf jeden Fall Eisenbarren. Ja, Holz, Eisenbarren, Seile. Was wir nicht brauchen, sind so Sachen wie Pilze. Weg. Das kann auch erstmal rüber. Das kann bleiben. Hier Knochen kann da mit rein. Eier können da erstmal mit rein. Ich packe jetzt erstmal diese ganzen Sachen, die man irgendwie so auch zum Kochen braucht. Das kommt jetzt mal alles darüber. So, Waffen in die erste Reihe. Genauso wie Munition für die Waffen. Also jetzt wird erstmal hier sortiert. Steigt doch hier kein normaler Mensch mehr durch. So, das kommt auch runter. Ich habe hier einfach mal Molotow-Cocktails noch in der Hand, in der Tasche. So, Munition hier. Na gut, die können wir auch noch ganz unten packen. Da muss ich gucken, was es mit diesen Dingern hier irgendwie auf sich hat. So, Pfeile, die packen wir ruhig nach oben. Doch mehr Pfeile, als ich dachte. Krass. So. Ist noch irgendwas hier unten, was man nach oben schieben könnte? Ja, komm, dann packen wir die Munition auch nach oben. Dann haben wir es immer gleich alles auf einen Blick. Oh ja. Wieso löst jetzt die Falle nicht aus? Ist sie nicht nah genug dran oder was? Hä? Wieso lösen denn jetzt meine Fallen nicht mehr aus? Was soll der Quatsch denn? Hä? Ach, jetzt löst er aus, ey. Du bist auch ein. Also. Ein bisschen komisch gerade irgendwie, ne? Wieso hat die jetzt nicht ausgelöst? Da lösen die nur bei Nacht vernünftig aus? Oder was? Was war das jetzt? Ist ja merkwürdig. Oh. Hoppla. Nochmal. So. Wieso haben die jetzt nicht vernünftig ausgelöst? Mysteriös, aber gut. Weiter im Text. Also, was hatten wir gesagt? Wir brauchen Nägel. 12 Stück. Wie viele haben wir im Inventar? Nägel, 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 Nägel. 6 Stück, also nochmal 6. So, dann brauchten wir Seile. Insgesamt 30 Stück. 9 haben wir, also 21. Haben wir. Dann brauchen wir noch 3 Eisenbarren und einmal Holz. Einmal Holz. Gut, da können wir wahrscheinlich ruhig ein bisschen mehr herstellen. So, dann sollten wir jetzt eigentlich alles beisammen haben. Dann können diese Dinger nämlich wieder weg. So. Kann ich jetzt nämlich nach und nach die Schneidwerkzeuge hinstellen. Das ist auf jeden Fall besser als diese Barrikaden hier. Dann doch besser die vernünftigen Schneidwerkzeuge. Jetzt hatte ich gerade kurz Angst, dass ich mal Schredder zerlegt hätte. So ist das doch schön. Hier geht das erstmal mit dem Schredder, das ist okay.
Genau darauf achten. Hier wird es ausgewählt, das passt auch. Oh, hier liegt sogar noch ein Pfeil. So. Ah, das ist schon geil. Also muss ich sagen, coole Sache. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Nacht hier. Die wird bestimmt interessant. Jetzt, wo ich das hier so ein bisschen aufwerte. Wobei ich auch nicht weiß, was noch alles an Viehzeug kommt. Also, die werden ja auch offensichtlich immer stärker, die Zombies. Mit der Zeit. So, von hier hinten dürfte eigentlich nichts kommen. Deswegen setze ich hier jetzt noch so einen Shredder hin. Ja, setze ich hier hin, das passt schon. So, dann sollte das jetzt eigentlich so sein, dass wenn die so hier an die Fallen ran wollen, hier draufhauen, dann werden sie jetzt hier von dem Schneidwerkzeug erfasst und ansonsten halt direkt vom Schredder. Ich werde natürlich wahrscheinlich mit der Zeit sowieso komplett überall, also einmal ringsum, werde ich dann Schneidwerkzeuge hinstellen, zusätzlich zu den Schreddern. Weil die auch, ah, hier ist ein Lootsack. Weil die Zombies ja, wie gesagt, werden stärker. Dann macht das auf jeden Fall Sinn. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir das Inventar nochmal ein Stück leerer kriegen. Na, da. So. Hier kommen jetzt mal diese ganzen Baumaterialien mal rein. Kann man das, das kann man hinterher sogar noch sortieren. Das ist richtig gut. Und das ist was. Doch, das packen wir alles. Doch, das packen wir jetzt alles mal so rein, wie es ist. Oh, hier mal ganz. Oh, mein Forschungsmaterial. Das packen wir nicht rein. Das wird gleich mal verarbeitet. So, das da. Das kommt hier hoch. Ne, das kann mit rüber. Das kann mit rüber. Das Hühnchen wird gleich noch verarbeitet. Das kommt mit weg. Ja, guck mal, wie schön groß das Inventar auf einmal ist. Und so viel Platz. Ich fasse es nicht. Wir haben fast alles reingekriegt. Ist ja Wahnsinn. Fast alles reingekriegt. Bis auf das bisschen Holz hier. Ich bin begeistert. So, was brauche ich denn, um das Hühnchen... Hier, gerösteter Vogel. Schön, fühle ich. Was brauchen wir denn überhaupt hier für den ganzen Kram? Gerösteter roter Pilz. 10 Leben. Pilz habe ich ja auch. Die könnte ich eigentlich auch mal verarbeiten, dann sind die weg. Hier, Fleisch haben wir, Beeren haben wir, Pilze. Oh, hier ist noch mehr Baumaterial. Das muss natürlich auch hier raus. Den Tierdarm, da kann man doch bestimmt Würst oder irgendwas machen, oder? Hirschpelz, hier ist nochmal Pilz. Das Harz nehme ich jetzt auch mal mit. Ich weiß aber nicht, ob man damit was machen kann. Hier Schießpulver kommt hier auf jeden Fall raus. Das kommt hier noch raus. Samen können drinnen bleiben. Kunst des Kriegers, ja kann... Hier, Pilze. So, jetzt gucken wir mal, was wir jetzt hier alles tatsächlich machen können. Hier, guck mal, da können wir auf jeden Fall hier so geilen Pilz kochen. Dann haben wir hier Fleisch. Hier haben wir einen gerösteten Vogel. Hier gibt es erstmal gekochte Eier. Und hier haben wir noch ein kleines Stück Fleisch. Ja, irgendwie diese Tierdarm. Ich weiß nicht, wofür man den benutzt. Ach, Tierdärme. Ach, ich bin ja doof. Hier hinten geht es ja weiter. Oh Gott. Ich vergesse das immer, dass es hier mehrere Menüs gibt. Ja, Schinken hätte ich zum Beispiel auch machen können. Das hatte ich ja hier, glaube ich. Das große Fleisch, oder? War das kleines Fleisch? Mal gucken, ob es hier... Wurst. Okay, für Wurst braucht man auch keinen Tierdarm. Wofür in Gottes Namen braucht man einen Tierdarm? Okay. Gut. So.
erstmal die Sachen, die wir hier rüberschieben können. Okay. Erstmal sortieren. Da müssen wir das doch jetzt erstmal hier reinpacken. Hilft alles nichts. Aber immerhin können wir sortieren, was ja sehr gut ist. So, das mit rüber. Samen mit rüber. Oh, jetzt haben wir richtig viel Platz im Inventar. So, die Eier werde ich jetzt als erstes futtern. Die wird erstmal sortiert. Hier sortieren wir auch. So, jetzt will ich wissen, was ist das jetzt genau? Kann an Geräten am Ausrüstungswerkbank angebracht werden. Herstellen, Ausrüstungswerkbank ändern. Aha. Okay. Ach, da kann ich dann hier... Ah, hier, guck mal, ja, zwei Spulenbuchsen. Super, also hier nennt man es Spulenbuchse. In den meisten Spielen nennt man es einfach Sockel. Das ist ja mal geil. Upgrades parieren, Selbstheilung, das finde ich cool. Ich glaube, die hier ist schon ziemlich nice. Ist zweimal dieselbe. Explosionwiderstand ist auch cool. Blitzschlag. Das ist halt die Frage. Ich weiß nicht, was Blitzschlag ist, aber das kriegen wir, glaube ich, raus. Vielleicht. Blitzschlag. Blitzschlag, Stufe 10. Was kann das dann? Anforderung. 10% auf Blitzschlagangriffe beim Angreifen. Ja, es ist doch auf jeden Fall safe hier, so ein Mix aus Mittelalter und Modern. Es ist ja geil. Das ist ja mal abgefahren. Aber die habe ich gerade ausgerüstet. Kriege ich die auch weg? Kann ich da andere für ausrüsten? Wo habe ich die denn ausgerüstet? Das will ich jetzt mal wissen. Sind die hier drin? Nee. Oder sind das die, die da tatsächlich... Zündungsspule 2, Blitzschlag und Widerstandsspule 1. Dann sind das die, die auf der Rüstung schon drauf sind. Genau, diese hier. Das ist ja nice. Ey, wie krank. Wie krank ist denn das? So, apropos Maschinentisch. Wir können ja noch ein paar Sachen bauen und sollen auch. Beim Maschinentisch weiß ich, wenn ich ihn empfinde, da. Genau, da hat mir das elektronische Gerät gefehlt. Das konnte ich aber lernen. Das war hier, ne? Yes. Da fehlt mir Polymerchemie. Ist ja ätzend. Okay. Muss also looten gehen dafür. Ich muss also looten gehen. Was war das jetzt nochmal hier für ein Tisch? Ausrüstungsbank. Okay, da kann ich das aber dann hier... Das wäre dies hier oder was, ne? Benötigtes Material. Da kann ich auf jeden Fall... Ach ja, nee, neu schmieden. Aber kann ich denn hier auch was... Moment, ich hole mal kurz zwei Spulen. Oder eine, ist ja egal. Ich nehme jetzt mal einfach hier so eine. Was haben wir hier noch? Giftwiderstand, Selbstheilung, Lebens... Was? Lebensegel? Was ist denn Lebensegel? Lass mal gucken hier. Lebensegel. Der steht ja gar nicht mehr drin, aber... Durchbohren. Blitzschlag. Ist das hier vielleicht irgendwie? Nee. Lebensegel. Wahrscheinlich saugt man dann irgendwie vom Gegner Leben ab. Würde ich jetzt mal schätzen. Was anderes kann ich mir da nicht vorstellen. Durchbohren ist auch nicht schlecht. Machen wir erstmal. Kann ich die jetzt einfach vielleicht da drauf ziehen? Nee. Schick, oder? So, wie kriege ich das jetzt hin? Was haben wir hier? Zerlegen. Ich kann hier auf jeden Fall was zerlegen, aber ich will ja nichts zerlegen. Ich will ja etwas verbessern. Oh. Kann an Geräten am Ausrüstungswerkbank ändern angebracht werden. Muss ich die vielleicht erstmal upgraden? Kann das sein? Kann ich die überhaupt upgraden? Nee, ich habe
gar kein Button zum Upgraden. Nö, ich kann nur abreißen oder herstellen. Aber wie? Steht hier irgendwas? Nö. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Man kann das auf jeden Fall aufwerten. Ich habe ja noch zwei Sockel frei. Ich könnte jetzt diese Spulen irgendwie wohl einsetzen. Aber ich habe keine Ahnung. Herstellen, Ausrüstungswerkbank, ändern. Oder ist das doch dies hier? Was ist denn das? Schuppen des Skalare. Fischgräte und ein Stück Eisen. Da müsste ich also angeln gehen. Was haben wir hier? Materialtasche. Also wir können ja auf jeden Fall coole Sachen noch herstellen. Hier verbesserter Bogen. Besseren Schild. Dafür brauchen wir halt komplett kein Nickelpelz. Auf jeden Fall, also Kaninchen ist hier scheinbar echt so das Nonplusultra. Gut, ich würde sagen, wir gehen aber nochmal zu unserer Base da unten. Ach, was heißt Base? Zu unserem Loot-Spot da hinten. Dann noch haben wir ein bisschen Zeit. Ist ja noch hell. Ist auch erst 14 Uhr. Wir haben also noch ein wenig Zeit. Wir können noch ein bisschen rumgucken. Vielleicht haben wir ja Glück und finden irgendwo dieses Polymer-Ding. Ich glaube, ich habe mal Lust, einen Fuchs zu jagen. Bleiben die auch mal stehen oder rennen die ganze Zeit? Ne, die bleiben auch mal stehen. Sehr schön. Habe ich den jetzt getroffen? Nee. Alter, was der für Geräusch macht. Als wenn man so einen riesigen Wolf oder sowas umlegt, ne? Hammer. So. Haben wir richtig Zeug bekommen hier, wa? Wieso haben wir jetzt von dem kleinen Stein gekriegt? Witzig. Achso, die lagen bestimmt einfach nur da in der Gegend rum. Ich habe ja einfach auf alles neben geklickt. Die lagen bestimmt nur in der Gegend rum. Ah, hier! Da haben wir es doch. Wo ist es hin? Ich wollte gerade sagen, wieso lebt das noch, wenn es einen Pfeil drin hat? So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal Karnickelpelz. Wie viel Kaninchenpelz haben wir jetzt gekriegt? Zwei Stück? Das ist nett. Das wieder. Also Kaninchen gibt es ja auch scheinbar relativ viele. Also ich bin aber nicht hier, um Kaninchen zu jagen. Ich will da nochmal ein bisschen looten gehen. 15 Uhr. Ja. Also gut ist, wir müssen nachher einfach nur in die Base zurücklaufen. Die Base ist ja so weit erstmal ready. Hallo Kumpel! Auch nochmal interessant. Ob es einen Unterschied macht, wo ich den Zombie treffe. Guckt mal, das sieht doch aus, als ob man hier irgendwie hoch kann, ne? Wenn das hier so steht. Aber da ist nichts drauf. Also es macht keinen Sinn, dass man da hochgeht. Ist hier was drin? Ist auch nichts drin. Auf der Rückseite hier steht auch nichts. Nö, ist alles cool. Das ist alles cool. So, da vorne in das Gebäude wollte ich jetzt mal rein. Das haben wir ja vorhin nicht mehr gepackt, weil wir ja vollgeladen waren mit allem möglichen Zeug. Kann natürlich auch sein, dass hier jetzt einfach gar nichts ist, ne? Aber kann auch sein, dass hier tatsächlich Loot ist. Yes.
Mal sehen, was wir kriegen. Eisen, Gewehrpatronen. Gewehrpatronen. Ja, geil. Was sieht eigentlich. Ja, oh hier, schön. So ist schön. So ist schön. So, mal sehen, was wir hier haben. Oh ja, oh ja, oh ja. Und hier. Ach, Menschenskin. Noch mehr von diesen Spulen. Ach, guck mal, die hat gleich noch viel mehr hier. Ist ja abgefahren. Das muss ich mir auch nochmal irgendwie das Wissen beschaffen, wofür das genau, wie das genau benutzt wird. Da kann man doch bestimmt auch irgendwie hoch, ne? Kann man hier irgendwie dran hochklettern? Nee.